So, jetzt Just Nero, meine Freunde. Da hat sich nämlich einiges getan. Ich bin fassungslos. Ja. Just Nero hat ja das Video gemacht, wo er tatsächlich hingegangen ist und exposed hat, wie dieser eine YouTuber tatsächlich die ganze Zeit Katzenbabys dazu nutzt, um damit Content zu machen, indem er sie abmagert und das Vorherbild quasi als Nachherbild verkauft. Grob zusammengefasst. Just Nero hatte mir dann, ich hatte auch ein bisschen auf ihm, ich habe generell auf ihm geschrieben, bisschen mit ihm auf Instagram hin und her geschrieben. Ich gehe mal ganz kurz runter und suche mal ganz kurz, ich habe das Memo, das ich nicht abspielen können. Wartet mal ganz kurz. Es ging auf jeden Fall darum, er hatte mir Bescheid gesagt, dass ich mein Video auf jeden Fall ist entsperrt worden. Einer seiner Kanäle wurde down genommen. Okay, vorübergehend entsperrt zumindest, okay. Just Nero hatte mir tatsächlich Folgendes gesagt. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Nee, warte, das war mein Memo, das ist falsch. Sekunde, das hier. Er hat noch einen weiteren Account gehabt. Also generell hat er mir gesagt, er hat auf jeden Fall, ich habe einen Namen, echt Namen und seine Nummer und sowas. Er kommt aus Punjab und dort steht das unter Anzeige. Schönen Abend noch. Ich habe ihn gefragt, wie hat er das gemacht und er hat mir Folgendes gesagt. Da konnte man via Wayback Machine gucken, wie er damals aussah und da hatte er sein Facebook-Profil verlinkt und der ist in diesem Buch da eingetragen und so konnte man seine Nummer rausfinden. Ach krass. Und demnach werde ich dann mal gucken, wie ich das morgen zur Anzeige bringen kann, weil das in einem anderen Land ist. Ich weiß selber nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall wird er schon seine gerechte Strafe bekommen. Jemand hat es schon auf YouTube veröffentlicht mittlerweile. Hör auf. Das Video von demjenigen ist zwar ziemlich kacke, weil er die ganze Zeit nur beleidigt hat und das nicht so der Punkt ist, aber ja, er wird auf jeden Fall seine gerechte Strafe bekommen. Und wie gesagt, nochmal danke für deinen Support dabei. Das hat echt geholfen, weil es... Danke an der Stelle an deinen Support, Bro. Just Nero, gottverdammter Ehrenmann. Spam mir in den Chat. Just Nero, Mann, an der Stelle. So, und du hältst dich mal geschlossen. Ich muss mir nämlich hier ein paar Sachen angucken über Tierquälerei. Und du willst nicht, dass du so auch so endest. Genau. Ja, was soll ich sagen? Jetzt hat es sich aber Folgendes zugetragen. Just Neros Video über diesen YouTuber wurde quasi gelöscht, weil er angeblich gegen Community-Richtlinien verstoßen hat, wegen Mobbing. Jetzt ist dann auch mein Video offline. Ich habe es offline genommen, ich habe Monte auch Bescheid gesagt. Wir haben ja beide darauf reagiert. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das Original. Schaut mal bitte hier. Wie dieser Hund hier. Der sitzt hier einfach und guckt sich das alles mit an. Der sitzt wirklich einfach wie ein Mensch, sitzt er hier mit am Tisch. Das ist insane. Er sitzt hier wirklich einfach mit seinen Pfoten am Tisch und tut so, als würde der einfach hier arbeiten. Ja, und das Video wurde gelöscht und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was es damit auf sich hat, weil ich habe meinen React natürlich daraufhin auch offline genommen. Nicht, dass ich da auf meinem zweiten Kanal einen Copyright-Strike bekomme. Na, ich muss echt sagen, ich bin fassungslos und enttäuscht. Nein. Wahrscheinlich werden die meisten von euch mein letztes Video gesehen haben, in dem ich über diesen tollen Katzen-YouTuber rede. Was soll ich sagen? Mein Video wurde gestrikt, bei ihm hat sich nichts getan. Obwohl es sogar mittlerweile Petitionen dafür gibt, dass sich bei ihm was tut. Übrigens kommt die Sperrung nicht mehr von ihm, sondern von YouTube selbst. Ihr müsst euch mal vorstellen. Ich expose einen Typen dafür, dass er Tieren Leid zufügt, um sich daran zu bereichern. Und dabei habe ich mich wirklich noch zurückgehalten und bin human geblieben. Zumindest für dieses Thema. Das ist auf jeden Fall das YouTube-System mal wieder endbroken. Das ist mal wieder endbroken, Leute. Das wird sicherlich auch daran liegen, dass YouTube gerade weniger Kapazitäten als sonst hat. Ey Leute, ich muss ganz kurz die Cam ein bisschen runter machen. Warte mal, ich nehme den Löffel dafür. Jetzt seht ihr auch, wie Akane hier sitzt. Er sitzt nämlich hier einfach mit am Tisch. Dass genau ich dafür gestrikt werde, ist ein absolutes Armutszeugnis. Ja. Also, sorry, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Erstmal, mit welchem Grund wurde es denn gesperrt? Verstoß gegen die Community-Richtlinien zur Belästigung und Cybermobbing. Wenn du auf Inhalte stößt, die gegen diese Richtlinie verstoßen, melde sie uns bitte. Funktioniert anscheinend genauso, wie es sollte. Also irgendwer wird ihn wahrscheinlich gemeldet haben. Wahrscheinlich sind da sehr viele False Flags eingegangen und sowas. Vielleicht sogar aus der Community von diesem Guy. Maybe hat er sogar YouTube-Meldungen gebottet oder sowas. Das kann man mittlerweile, glaube ich, auch machen. Ich nehme an, dass das einfach nicht hinreichend geklärt worden ist. Dass YouTube das nicht richtig prüfen hat können. Weil gerade durch Corona-Pandemie und so weiter und so fort da maybe was wrong war. Sollte das trotz dessen durchgegangen sein? Und die Kapazitäten waren da und es hat jemand bewusst diese Entscheidung getroffen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, RIP an der Stelle an YouTube. Inhalte, in denen einzelne Personen bedroht werden, sind auf YouTube nicht zulässig. Bedroht habe ich ihn nicht. Ich habe YouTube dazu aufgefordert, was dagegen zu unternehmen. Ebenso wenig sind Inhalte erlaubt, in denen einzelne Personen wiederholt oder böswillig beleidigt werden. Etwa wegen unveränderlicher Eigenschaften wie der Zugehörigkeit zu einer geschützten Gruppe oder körperlicher Merkmale. Naja. Ob Menschen, die Tieren was antun, zu einer geschützten Gruppe gehören, ist fraglich.
Ich würde sagen, an der Stelle nein. Oder? YouTube gibt dafür übrigens auch Beispiele an. Aufgepasst. Inhalte, in denen Einzelpersonen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer geschützten Gruppe angegriffen werden, hatten wir gerade schon. Beispiel: Seht nur diese dreckigen Beleidigungen einer geschützten Gruppe an. Ihr könnt kurz pausieren und selber entscheiden, ob mein Video unter einer dieser Kategorien fällt. Auf keinen Fall. Definitiv auf keinen Fall. Was soll man denn in Zukunft mit solchen Personen machen? Darf man nicht mehr drüber sprechen, weil man als YouTuber Angst haben muss, für jedes kritische Wort gesperrt zu werden? Soll man diese Leute einfach machen lassen, um seinen eigenen Kanal nicht in die Bredouille zu bringen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Highlight kommt aber noch. Das Video war erst ganz normal monetarisiert und wurde nach einer Zeit als nicht werbefreundlich eingestuft, was ich auch, wie gesagt, vollständig verstehen kann. Es ist halt nicht unbedingt das Video, vor dem Werbetreibende, die ihre Werbung sehen wollen, weil es ein brisantes Thema ist. Ja, also wie gesagt, dafür habe ich Verständnis. Ja, trotzdem habe ich es dann zur Überprüfung eingereicht, weil ich mir nicht sicher war, ob es vielleicht doch grün werden könnte, weil es halt ein wichtiges Thema ist. Damit habe ich allerdings, wie gesagt, nicht gerechnet und mir ging es dabei auch nicht darum, Geld... Das heißt, jemand hat das dann manuell reviewed, also jemand hat auf jeden Fall überprüft, ob das ganze Ding werbetauglich ist oder nicht und hat dann eventuell sogar festgestellt, nee, warte mal, es ist auf keinen Fall werbetauglich und eventuell wird hier sogar gegen Community-Richtlinie verstoßen und dann wird es weggestrikt. Das ist natürlich krass. Geld damit zu verdienen, wie werden Videos die... Und das, was anderes als ein Copyright-Strike, also ein Community-Richtlinie-Strike ist nochmal viel, viel härter. Monetarisiert sind nicht so gut vorgeschlagen. Es ging mir halt um die Reichweite, dass dieses Thema viele Leute erreicht. Einen Tag später habe ich dann folgende E-Mail bekommen. Hi Just Nero, great news. Ah, okay. Also doch suitable für alle etwas heißt. Okay, dann nehme ich das zurück, was ich gerade gesagt habe. After manually reviewing a video, we've determined that is suitable for all advertisers. Das heißt, dieses Video wurde manuell von YouTube überprüft und angeschaut und dabei wurde festgestellt, dass es sehr wohl monetarisierbar ist. Also werbefreundlich ist es, aber es verstößt gegen die Belästigungsrichtlinie und dafür... Das kann nur ein Fehler sein. Das kann nur ein Fehler gewesen sein, der da irgendwie passiert ist. Das kann... nicht so gewollt gewesen sein. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Da wird irgendwas falsch gelaufen sein. Das gar nicht auf YouTube sein? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Es ist ja nicht nur bei mir so, dass Sachen komplett random gestrikt werden. Ja, Egon hat seinen kompletten Kanal verloren, weil er seine Bullerbuchse gezeigt hat. Mimi wurde zweimal für dasselbe Video gestrikt. Bei Open Mind dasselbe. Was soll ich dazu sagen? Ja, das Problem ist halt, dass wir halt eine Deep Learning KI haben halt bei YouTube und eine Deep Learning KI ist halt ähnlich wie ein Menschen, der natürlich auch fehleranfällig und so ein Fehler kann halt passieren. Das große Problem dabei ist halt nur, dass sich zu sehr auf diese Maschine verlassen wird und die Möglichkeit, den Einspruch zu erheben als mittelgroßer bis kleiner YouTuber, den gibt es nicht. So, da ist kein Direktkontakt zu YouTube da. Wisst ihr, in unseren Größen haben wir einen direkten Kontakt zu YouTube und wenn irgendwas ist, dann kann man darüber reden und so und wir kriegen direkte Update-News und so weiter und so fort. Aber das ist für diese Leute einfach nicht drin. Ich glaube, wir haben direkten Kontakt zu unseren Support-Mitarbeitern. Wir haben unser Netzwerk und auch direkte Ansprechpartner bei YouTube. Aber wie das bei kleineren aussieht, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt ab einer gewissen Grenze so. Nichtsdestotrotz will ich mich hier wirklich bei Monte und gerade bei Revi für das Verbreiten dieses wichtigen Themas bedanken. Ja, geschehen, Habibi. Vielen, vielen Dank für das Shoutout an der Stelle, aber das ist für mich Ehrensache und... ist wichtig. Also wirklich, Ehre, dass ihr bei so einem wichtigen Ding am Start wart und das so verbreitet habt. Außerdem noch danke an die ganzen anderen kleineren YouTuber, die darüber berichtet haben oder darauf reagiert haben. Und auch noch danke an meine Community, dass ihr mich, was das angeht, so krass supportet habt. Ja, ich hoffe, es wird trotzdem, auch wenn mein Video gesperrt wurde, noch was wegen ihm gemacht. Ich hoffe auch. Ich verlinke euch einfach mal YouTubes Twitter. Ihr könnt euch ganz sachlich an die wenden, falls ihr... Das ist auch eine wichtige Ansage, dass ihr das sachlich tut. Da kann ich nämlich nochmal runter. Ja, wie gesagt, sachlich Kritik ist da auf jeden Fall das Keyword. Sachlich und nicht aufgebracht, nicht emotional. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, den Strike zu entfernen. Meinen letzten konnte ich selber removen, aber bei dem hat sich bis jetzt nichts getan. Traurig, aber wahr. Wir hören uns im nächsten Video. Kleines Update, ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, dass die Beschwerde abgelehnt wurde. Das heißt, das Video bleibt gestrikt. Mal schauen, ich versuche mich noch weiter an YouTube zu wenden. Vielleicht kann man da irgendwas machen, vielleicht auch nicht. Schade. Jetzt ist aber wieder da, hier. Es gibt einen YouTuber, der... Es ist wieder da, es ist wieder online, okay. Es ist wieder online, okay, gut, okay. Gut zu wissen, hat also scheinbar geholfen. Alles klar, sehr gut, okay.